Moin, moin, oh, okay, herzlich willkommen. Schnauze. Moin, moin, okay, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orks Must 3-3 mit Cyber. So, jetzt darfst du deine Falle platzieren. Du bist so doof. Du bist so doof. Hui. Du bist so doof. So doof bist du. Du bist so doof. Genau, wo ich sie wollte. Warte, warum bist du so langsam? Also, ich bin fertig. 100% bereit. 100%. Wo sind denn deine Fallen? Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Ork-Bogenschützen, ihre Fernkampfangriffe haben eine hohe Reichweite. Ja, das weiß ich noch von den Simulationen. Ja, ist schon ein bisschen besser. Sehr gut. Also, wirst du jetzt nicht mehr angegriffen, sagst du? Ich kann besser ziehen, vor allem. Die Maus ist nicht so... nicht so... verschwommen. Ja, aber du wurdest schon wieder angegriffen. Weil ich die neue Spezialfähigkeit probiert habe. Dafür haben wir zusätzliche Anerkennung verdient. Andere Seite. Die werden sie nicht kommen sehen. Ich frage mich echt, was das hier ist. Das wird fies. Das kann man auch nicht hier sehen, ne? Hilfe. Riss, Barrikaden. Los geht's. Auf los geht's los, Halva. Da kommen weitere Feinde. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Erneut durchgebrochen. Irgendwie machst du mehr Schaden. Nee, ich schieß nur besser. Oh, es wird angegriffen. Ups. Guck mal, du bist schon halb tot wieder. So, beide Seiten. Bleibst du da? Ich mach hier. Perfekt platziert. Kannst kaum erwarten. Los. Mal gucken, wie viele du diesmal durchlässt, Salva. Da kommen weitere Feinde. Hier kommt noch gar nicht. Ja, aber du kriegst ja trotzdem deine Punkte, also. Du machst ja kein Minus. Jetzt kommen sie bei dir. Aha, aha, aha. Mal gucken, was machst du? Aha. Langweilig. Bei mir kommt nix, Manu. Bei mir kommt was.
Nächste Welle. Es gibt keinen besseren Platz. Da kommen weitere Feinde. Hast du nicht gebaut? Hast du es vergessen? Teil war richtig konzentriert, wa? Da liegt ein Heiltrank, ne? Natürlich haben wir gewonnen. Natürlich haben wir gewonnen. Selbstverständlich. Wo denkst du hin? Ich bin fertig. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt oder nie, Salva? Ah, das, die Nummer 6, das Halsschmuck, ist wirklich heilen. Und es lädt sich sogar von alleine wieder auf. Du Blitzmerker. Ja, ich merke Blitz. Was ist denn hier grün? Achso, der Heiltrank. Ah, einer ist durch! Sie betreten den Riss. Eiskalt ist einer durch. Diese Kobolde werden nicht von den Fallen aufgehalten. Deswegen muss man Teer bauen, damit die nicht so schnell sind. Sie. Okay, da drüben sterben wir. Da ist schon wieder einer durch. Ich fange ihn ab. Peng. Abgefangen. Da sind noch drei durch. Ich fange die ab. Ja, weil die Fallen haben ja auch Abklingzeiten, ne? Wenn die ausgelöst werden, dann brauchen die halt, bis sie wieder... Okay, nächste Welle. Welche Falle verbessert, also auf welche Falle wirst, spezialisierst du dich denn? Leben und Gravitation. Leben? Die Lehmfalle. Ach, die, also die Teerfalle meinst du? Eine ist durch. Ja, man kann, hier rüberspringen. Einfach hier rüberspringen. Guck, tschu. Und tot. Da kann man nicht rüberspringen. Doch, von da oben musst du rüberspringen. Nicht von hier, aber von da oben. Also einer ist... Nee, ich habe ihn getötet. Hier, von hier meine ich. Hier, wo ich bin. Von hier kannst du hier so rüberspringen. Siehst du mich auf der Karte oben? Ja. Oh.
Von da muss er rüberspringen. So sieht's aus. Er springt einfach voll. Einer ist durch, mein Freund. Ja, ja, ich weiß. Aber ihr habt zu spät gesehen. Sonst wäre ich ja darüber gesprungen. Oh, wir haben die Barrikade freigeschaltet. Wird verwendet, um Pfade von Feinden zu versperren, um ihren Weg zum Riss zu ändern. Okay, so. Hier habe ich ja durchdringend extra Feinde. Ich mache noch hier den Schaden erhöhen. Erhöht das Leben und verringert die Kosten. Ich spezialisiere mich auf die Barrikade, okay? Hast du gehört? Ja. Ja, nur damit du weißt, dass du die nicht bauen musst, dass ich die baue. Barrikaden werden verwendet, um Pfade... Alles klar. Weil du baust natürlich die Fallen, die du ver... Die Archive zu Rate gezogen. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Wir haben es hier nicht mit etwas Neuem, sondern etwas sehr Altem zu tun. Ja, wo gehen die denn hier hin? Oh, hi, hier? Hier? Orks und so. Nichts Besonderes. Hier? Also, hier? Was hat es mit diesen seltsamen Rissen auf sich? Ah, durch die Tore können wir gehen, wa? Dann erzähle ich euch die Geschichte. Genau wie im Training. So, jetzt müssen alle hier lang. Das heißt, du kannst doch deine Fallen besser doch hier hinbauen, weil die müssen ja alle hier lang. Die müssen sowieso durch den Tor, also. Ja, ja, aber eigentlich würden sie ja beide Treppen hochgehen, aber die eine Treppe habe ich ja jetzt versperrt, weißt du? Das wird sie überraschen. Du verstehst? Ich verstehe, ja. Ja, aber so kommen die jetzt alle hier rüber. Ja, genau. Ohne Schaden. Das heißt, wir müssen viel selber machen. Ja, mach doch deine Fallen hier weg und pack die doch hier vorne hin zu den Treppen oder hier oben hin. Naja, wenigstens werden die verlangsamt, wenn wir die hier abknallen, bevor die hier ankommen. Und wenn einer durchkommt, kannst du hier das Tor benutzen und dann bist du direkt oben, ne? Wow, dieser Oger wirkt hier in der Wildnis noch größer. Hallo? Wenn er dich trifft, betäubt er dich. Er mich betäubt. Oh, wie viele Dicken. Aua. Aua. Oh, er verprügelt mich. Alter, wie viele kommen denn da bitte? Vor allem die Feinde, Digga. Weil die Ogre wollen nur dich haben. What the fuck? Oh mein Gott. Ich muss mal mich heilen. Die sind oben! Scheiße, ich habe ihn nicht getötet. Ein AP hat gefehlt, Mann. Fuck! Noch ein Sieg! Okay, wir müssen die Fallen hier oben machen. Los geht's! Nein, ich hab Scheiße, ich hab G gedrückt aus Versehen, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht. Weitere Feinde! Also Fallen gemacht? Ja. Die feindliche Armee greift an! Ich schaff das! Haha, hier ist was los, du! Was ist das? Was ist denn das hier?
Die dummen Ratten. Komm her! Nein, er ist durch! In unserem Rissraum sind Feinde! Ah, fuck! Einer ist mir entkommen. Ja, 18 haben wir ja noch. 18 Leben. Man muss ja nicht alles perfekt schaffen. Wo siehst du, wie viele Leben wir haben? Oben steht die 18. Genau, wo ich sie wollte. Nein, du sollst auch die nicht bauen. Die, auf die habe ich mich doch spezialisiert. Bau lieber die Fallen, wo du auch Verbesserungen hast. Das wird fies. Ja, nur die Teer halt. Ja, also alle deine. Also alle. Also nur auf Teer gebaut. Also deine Schädel. Nee, ich hab Artefakte gekauft. Oh, du bist so doof. Warum? Artefakte bringen auch was. Nee, Fallen verbessern, das bringt. Also gut, legen wir los. Da kommen weitere Feinde. Also ich muss das andere kaufen, weil Bluten, glaube ich, ist besser. Weil die andere Heumunition war besser für mich. Ich fliege wie ein Vogel! Ohne Mana keine Zauber! Gehen wir uns zurück, wie die Ukrainer. Ja, genau. Immer schön weiter zurückziehen. Warte, den großen mache ich. Da. Zielsuchende Pfeile, das wäre geil. Das wäre für mich viel einfacher. Deine Schrotflinte macht viel mehr Damage wie meine Ding. Dafür kann ich Kopfbisse machen. Das ist eine Wandfalle. Ey, wenn du die Falle falsch komm baust, weiter, dann sagt er dir, das ist eine Bodenfalle, keine Wandfalle. Ja, ja. Ist voll dumm. Ah, er hat mich getötet! Ich bin gestorben! Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich gestorben. Bin wieder da. Ich habe alle meine Granaten rausgehauen. Ich meine aber, hier oben zu kämpfen ist eigentlich gar nicht mal so doof, weil hier laufen die durch all unsere Fallen. Und kommen hier oben dann schon so gut wie tot an eigentlich, ne? Was sind das für Dinger hier, die man hier einsammeln kann? Ach, Geld ist das. Sie sind fast da. Kopf los. Ich hab Kopf geschafft, ihr wollt Kopf los. Hä, das schaffe ich ständig. Ich krieg aber extra Geld bei Kopf, bitte. Cool. Ich spezialisiere, Mama, so, du spezialisierst alles Wände und Dach, ich alle Bodenfalle, ja? Okay. Die werden sie nicht kommen sehen. So, hier müssen sie dann durch die Mitte. Ey, was machst du da hin? Ja, den ein bisschen schwer machen. Ja, aber dann lass mich das doch hinbauen. Meine sind doch spezialisiert, meine Barrikaden. Ich hab nicht genug Münzen. Okay. Wo hab ich jetzt Geld auf einmal wieder? Ja, weil ich das Ding entfernt habe. Aber warum machst du das? Weil ich mich doch darauf spezialisiert habe, auf die Barrikade.
Jetzt kann die trotzdem bauen, das ist. Das, die, die zerstören die ja nicht. Mal play. Du kannst auch hier oben stehen und hier runter schießen, ne? Erstmal. Also du kannst da stehen, ich muss leider runter, weil ich... Nein, Geronimo! Nein, du sollst doch nicht runter, du sollst da oben stehen bleiben. Von da oben kannst du perfekt runterschießen. Ich muss ja leider in den Nahkampf. Ja, aber... So, jetzt. Dieser scheiß Bogenschütze hat mich umgebracht. Nein, kann ich nicht tun. Ja, du wolltest, dass ich sterbe. Ist so doof der Hass. Du solltest ja auch von hier oben schießen. Da kommen weitere Feinde. Du sollst hier stehen, wo ich stehe. Mit den 1000 Fallen geht's jetzt aber besser, ne? Erzähl deinen Freunden davon. Oh, hab kaum noch Mana. Erzähl deinen Freunden davon. Oh, ich hab kaum noch Mana. Du wirst wieder angehauen. Alter, was kommt denn da alles noch? Oh shit. Können wir das bitte wiederholen? Können wir das bitte wiederholen, Simon? Oh yeah. Oh yeah. Was kriegen wir? Oh, 3 Schädel nur. Wir sind so schlecht. Wir haben nichts freigeschaltet. Doch, wir haben was freigeschaltet. Und zwar große Schleuderfalle. Mega Kravum Fasswerfer. Also 2 Sachen. Große Schleuderfalle. Dann machst du die große Schleuderfalle. Ich mach die Mega Kravum. Oder was? Ah, die können noch gar nicht. Okay. Sekundärangriffe frieren Feinde ein, kann Schaden oder zurückstoßen. Also kein Schaden. Erhöht den Schaden und vergrößert die Explosion. Wie kann ich das Ding hier ausrüsten? Was meinst du? Habe ich die jetzt angezogen? Ja, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Und wo ist die Teerfalle? So. Okay, letztes Level. Was dann da war es? Ich habe nicht lesen können, was das war. Was denn? Was meinst du?
Ich weiß es ja nicht, du hast es ganz schnell weggemacht. Oh, pst. Jetzt kommt Boss. Meister Cygnus Geschichte ist wohl bekannt. Oh, Cygnus hat meinen Helden Maximilian unterrichtet. Ja, er wollte deinen Helden unterrichten. Er war auch mein Lehrer. Warst du nicht böse? Nervt nicht. Sorry, Zauberin. Die Geschichte über seinen Freund, den Elfen Warwick, ist weniger bekannt. Mensch und Elf kämpften Seite an Seite. Die besten Kriegsmagier des Ordens. Ehe die Horde an internen Machtkämpfen zerbrach, benutzte sie gewaltige Fallen, mit denen sie die letzten Ork-Armeen besiegte. Cygnus und Warwick waren die besten jungen Kriegsmagier ihrer Generation. Doch ihre letzte Prüfung bestand nur einer der beiden. Sind die beiden nicht von Herr der Ringe? Leonidas ist der Rechte und links doch dieser König. Warte mal, ist das eine Special-Folge? Was? Nein, ich bin der Warwick. Ich bin der Elf. Stadtwaffe, Elfen, Kurz, Schwert, Dingsbums. Die Lavagruben. Vor 150 Jahren. Cool, jetzt sind wir in der Vergangenheit. Warwick, alter Freund. Im Kampf gegen die Größe. Hast du es erst jetzt gemerkt? Das kann ich nur gutheißen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier nächste Folge weiter, wa? Du musst zugeben, sie sterben viel bereitwilliger für ihre Sache als unsere Ordensmagier. Sie sind hartnäckig, so viel steht fest. Oder vielleicht auch nur dämlich. Möglicher? Ja, ich lasse sie eben ausreden noch. Dennoch haben sie trotz ihrer großen Zahl, meiner Stärke und deinem Wissen über Rissmagie nichts entgegenzusetzen. Okay, meine Damen und Herren, wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wo wir dann hier, dann ist das hier quasi jetzt ein kleiner Spoiler, was nächste Folge drankommt. Also, bis morgen. Tschüssi. Ciao. Immer schlachten, stark und wild, kämpfen gegen das Orkenvolk. Mit Mut und Kraft stehen wir bereit. Für die Ehre und die Freiheit sind wir bereit. Orks must die, Orks must fall. Wir stehen stark für uns alle. Mit Schwert und Schild im Kampf vereint. Für unsere Welt, für unser Heim. Durch Feuer und Flamme, durch Eis und Schnee verteidigen wir die Festung stets. Mit List und Tücke, mit Herz und Hand. Euch Macht, stark und wild, kämpfen wir gegen das Orkenvolk. Mit Mut und Kraft stehen wir bereit, für die Ehre und die Freiheit sind wir bereit. Orks must die, Orks must fall, wir stehen stark für uns alle. Mit Schwert und Schild im Kampf vereint, für unsere Welt, für unser Heim. Durch Feuer und Flamme, durch Eis und Schnee verteidigen wir die Festung stets. Mit List und Tücke, mit Herz und Hand besiegen die Orks im ganzen Land. Die Schlacht ist vorbei, der Sieg ist unser. Wir feiern gemeinsam diesen Triumph. Doch ruhe nicht zu lange aus, denn die Orks werden zurückkehren ohne Rast. Was?